Güter Richtung Münster. Willkommen im zweiten Teil der Szenario-Reihe Güter Richtung Münster. In diesem Teil geht es mit einem gemischten Güterzug von Speckenbüttel bis zum Hauptbahnhof Bremen. Dort wirst du eine kurze Wartezeit haben und dann im dritten Teil Richtung Münster weiterfahren. Nun ist es aber an der Zeit, deinen Zug abfahrbereit zu machen und deine Reise fortzusetzen. Deine Vmax auf diesem Teil der Strecke liegt bei 120 km pro Stunde. ...60481 an die Fahrdienstleitung. Ja, ich höre. Also, ich habe die Wagen angekuppelt und bin dann jetzt bereit, die Fahrt fortzusetzen. Ist gut, du kannst losfahren. Dir kommt zwar gleich noch der 50180 entgegen, aber ich lasse dich vorher raus. Dann wünsche ich gute Fahrt. Okay, dann mache ich mich jetzt auf den Weg und man hört sich. Somit herzlich willkommen zur Weiterfahrt mit dem Güterzug Richtung Münster und zur Fahrt mit der Baureihe 185.2. Ja, die Zustimmung zur Ausfahrt hier aus Speckenbüttel ist bereits erteilt. Das Lichtsperrsignal in Niedrigbauweise signalisiert SH1. Und im Führerstand der Baureihe 185.2 angekommen, muss diese noch fertig aufgerüstet werden. Der Stromabnehmer ist bereits gehoben, der Hauptschalter ist eingelegt, das ZG1 ist aktiv, die Instrumentenbeleuchtung ist eingeschalten, die beiden Displays im Führerstand sind in die Nachtdarstellung umgestellt worden oder in die Nachtansicht. Nun müssen noch die Zugbeeinflussungssysteme eingeschalten werden, einmal die PCB90 und die SIFA und die LZB. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Gefahren wird im Zug Zwangsbremsung. Beeinflussungssystem der PCB90. Darin in der mittleren Zugart und der Prüflauf für die obere Zugart ist beendet, somit kann die mittlere Zugart eingestellt werden. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Und auch hier ist der Prüflauf beendet, sehr gut. Die SIFA und die LZB wird noch eingeschalten, der Richtungswender wird in die Vorwärtsrichtung verlegt, die AFB wird noch eingeschalten. AFB. Und der Geschwindigkeitswert der AFB wird auf 40 km pro Stunde eingestellt. Ja, die Wagen wurden bereits angekuppelt, die Bremsprobe wurde durchgeführt und somit kann die Leistung aufgeschalten werden. Die Bremse wird natürlich noch gelöst und somit wird der Zugverband jetzt erst einmal gestreckt. Dabei sollte wenig Leistung aufgeschalten werden. Somit werden die Kupplungen nicht zu stark beansprucht. Die Zugsammelschiene ist aus, da sich im Zugverband keine Wagen befinden, die jetzt mit Strom versorgt werden müssen. Und eine kurze Rollprobe wird natürlich noch durchgeführt. Dazu wird erstmal der Zug auf 10 km pro Stunde beschleunigt. Das hört sich gut an. Da befindet sich also kein Gegenstand oder Hemmschuh mehr an den Drehgestellen der Wagen. Und somit kann dann auf 40 km pro Stunde beschleunigt werden. Ja, die Fahrt führt nun von Speckenbüttel zurück nach Bremen. Und dort ist dann erstmal eine kurze Pause vorgesehen. So, der Kollege wartet hier nämlich schon auf die Einfahrt nach Speckenbüttel und das Ausfahrsignal signalisiert HP2VR1, Langsamfahrt und Fahrt erwarten. Ja, und jetzt beginnt es auch noch leicht zu regnen, das heißt einmal den Scheibenwischer einschalten, die Baureihe 189. Servus, der Kollege. SH1.
und am Haken der Baureihe 189 befinden sich die Autotransportwagen Laers. Ja, die maximal zu fahrende Höchstgeschwindigkeit für diese Zugfahrt beträgt nun 120 km pro Stunde. Und der Zuglängenmesser wird dann hoffentlich gleich das Erreichen des Zugendes am LF7 zurückmelden. Und dann darf auf die 120 km pro Stunde bzw. auf die 100 km pro Stunde beschleunigt werden. Ja, und da warten jetzt natürlich die nächsten Züge. Servus, der Kollege, führend ist die Baureihe 294. Am Haken befinden sich leere SDGG-MRS-Gelenktaschenwagen. Wunderbar, und rauf geht's auf 100 km pro Stunde mit der Geschwindigkeit. Ja, am Haken der Baureihe 185.2 befinden sich unterschiedliche Güterwagen, also mit unterschiedlichen Gattungen, und deswegen handelt es sich hier um einen gemischten Güterzug. Oh, sehr schön. Ja, ein sehr schöner Zugverband. VR0 wird signalisiert. Und der Scheibenwischer kann ruhig nochmal eine Intervallstufe höher eingestellt werden. Ja, sogar Baumstämme werden transportiert hier mit diesem Güterzug. Sattelauflieger, Kesselwagen befinden sich im Zugverband. Und natürlich auch Container. Störung. Streckenkilometer 188 Hektometer 0. Baureihe 146 wartet hier ebenfalls auf die Weiterfahrt. Ich schätze mal, der Herr Kollege hier mit seinem Regionalzug hat hier Vorrang, denn hier schon die Fahrstraße gelegt. Der 500 hat PZB Steckmagnet ist aktiv. Jawohl, und der Herr Kollege hat Vorrang. Denn ein Güterzug genießt ja die letzte Priorität auf der Strecke. Jawohl. Das heißt, jetzt geht es erstmal hinter dem Regionalzug dann hinterher.
Aber ich muss sagen, da befinden sich auch schöne Sattelauflieger hier auf den STGGM als Gelenktaschenwagen. Ja, hier haben wir einmal die SGJ KKMMS. Güterwagen im Zugverband. Dann werden hier natürlich Baumstämme transportiert mit den RMMS-Flachwagen. Ja, und hier kommen dann. Oder hier kommen dann auch schon die SGNS-Wagen, Volkswagen Emden. Hier nochmal eine Wechselbritsche von Smart Rail. Und hier hinten sind dann nochmal STGGMRS-Gelenktaschenwagen im Einsatz bei Hupak. So, und die Zustimmung zur Weiterfahrt ist bereits erteilt. Und der nächste Block ist noch belegt durch den vorausfahrenden Regionalzug. Darum signalisiert das Vorsignal VR0. So, und jetzt muss der Zugverband erstmal wieder gestreckt werden. So, VR1, ja, wunderbar. Zugbeeinflussung. Der 500er Leuchtmeter im Führerstand ist erloschen. Somit kann sich jetzt auch der Lokführer aus dem Wechselblinken befreien und dann kann wieder auf 100 km pro Stunde beschleunigt werden. Ja, die Strecke Hannover-Bremerhaven ist sehr schön gelegen. Führt also auch wirklich durch eine schöne Gegend hier. Durch den Niederschlag werden jetzt die Schienen natürlich nass und das bedeutet natürlich einen längeren Brems- und Beschleunigungsweg des Zuges. Sondern hier kommt die nächste Zugfahrt in Richtung Speckenbüttel. Servus, der Kollege. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, handelt es sich bei dem vorausfahrenden Regionalzug um einen Regionalexpress oder um eine Regionalbahn? Der schlechtere Fall wäre die Regionalbahn, denn diese hält meistens an allen Unterwegsbahnhöfen. Und somit kommt es da natürlich noch zu längeren Wartezeiten als wie bei einem Regionalexpress. So, Geschwindigkeitswechsel auf 80 km pro Stunde wird angekündigt. Zugbeeinflussung.
und das Vorsignal signalisierte VR0 Halt erwarten. Ja, einiges los hier auf der Strecke. Ja, und das Ausfahrsignal signalisiert erstmal wieder HP0. Bremerhaven Hauptbahnhof. Ja, und hier stehen noch zwei Zuggarnituren der EVB. Sehr schön. Und natürlich hier die Regionalbahn Expresskreuz Niedersachsen-Bremen und die Zustimmung zur Weiterfahrt ist bereits erteilt. Der Geschwindigkeitswert der AFB kann wieder auf 80 km/h eingestellt werden. Und die Baureihe 146 verlässt auch den Hauptbahnhof von Bremerhaven. So, und jetzt muss der Zugverband wieder gestreckt werden. HP1 VR1. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Und dann geht es wieder erstmal aufs Hauptgleis in Richtung Bremen Hauptbahnhof. Ja, gezogen wird der Güterzug von einer Trax 2, Baureihe 185.2. Und die Trax-Lokomotiven wurden ja gebaut oder werden noch gebaut von Bombardier Transportation. Und Bombardier Transportation wurde ja von Alstom übernommen. So, der angrenzende Weichenbereich. Und dann mit Erreichen des Zugschlusses am LF7 geht es dann wieder rauf auf 100 km/h mit der Geschwindigkeit. Und die größte Flotte hat natürlich die Deutsche Bahn. Und die Lok wird ja bei Alstom weitergeführt unter den Marken Trax Universal für die Güterzuglokomotiven und Trax Passenger für die Personenzuglokomotiven.
So, rauf geht's auf 100 km pro Stunde mit der Geschwindigkeit. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es vorangeht bis nach Bremen Hauptbahnhof. So, und dann der nächste Geschwindigkeitswechsel wird angekündigt. Es geht dann auch auf 120 km pro Stunde. Das ist ja für diese Zugfahrt die maximal zu fahrende Geschwindigkeit. Jawohl, dann geht es auch auf 120 km pro Stunde. Und selbst die Kesselwagen werden beschmiert. Solche Schmierfinken. Ja, und jetzt geht es erstmal lange geradeaus. Streckenkilometer 178 Hektometer 2. Vorbei geht's hier an dem großen Industriebetrieb. Mit eigenem Gleisanschluss. VR1 signalisiert das Vorsignal. Ja, gezogen wird ja der Güterzug von einer Trax 2. Und darunter zählt ja auch die Baureihe 146. Beziehungsweise eben gewisse Nummerierungen der Baureihen, denn die gab es ja auch schon unter der Trax 1. Und auch die SBB hat einige Trax-Lokomotiven, die NOB natürlich, der Metronom. Ja, aber man muss sagen, es ist aber auch echt eine schöne Lokomotive. Und jetzt fängt es da wirklich an zum Regnen, beziehungsweise es regnet schon, also da wäre doch Sonnenschein viel besser, da könnte man schön die Landschaft hier genießen, aber
man kann sich ja das Wetter nicht aussuchen. Ja, ein schöner Zugverband. Und in der Gegenrichtung ist schon die nächste Fahrstraße gelegt. Aber die Kesselwagen sehen auch schon ganz schön ranzig aus. Ja, weil es dann doch recht dunstig draußen ist, kann man das ZG1 doch schon recht gut erkennen. Und da kommt eine Siemens E64 U2 dem Güterzug hier nach Münster entgegen. Ja, und mal wieder ein GSMA-Zug von Gloch. Aber bis jetzt scheint es doch recht zügig durchzugehen, bis nach Bremen. Im Lokkasten der 185.2 befinden sich 4 Fahrmotoren und die maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit der Baureihe 185 bzw. der Trax 2 hängt davon ab, wie sie angetrieben wird, ob sie mit Tatzlager oder Hohlwelle angetrieben wird. Denn mit Antrieb Hohlwelle darf die Lokomotive 160 km pro Stunde schnell fahren und mit Tatzlager 140 und die Baureihe 185, 365, Stich 2, die hier zum Einsatz kommt, wird mit Tatzlager angetrieben und deswegen darf diese maximal nur 140 km pro Stunde schnell fahren. VR1. Das LF6 kündigt einen weiteren Geschwindigkeitswechsel an, für diese Zugfahrt unrelevant. Ja, der Regen wird jetzt auch immer intensiver.
aber die Signalbegriffe sind auch gut zu erkennen. So, und über das durchgehende Hauptgleis geht es hier an Stuppen vorbei. Ja, der Güterzug hat schon eine ordentliche Länge. Jetzt peitscht es aber die Regentropfen hier richtig gegen die Scheibe. Störung. Ja, die Funklöcher sind echt lästig. KS1. Wir haben ja hier einmal das HV-Signalsystem an der Strecke anzutreffen und einmal das KS-Signalsystem. Na, aber eine wunderschöne Landschaft hier um Bremen. So, und jetzt sind es auch rund 37 Kilometer bis Bremen Hauptbahnhof. Da geht es dann auf das Gleis 44. Aber ein schöner Zugverband, ja. Schöne verschiedene Güterwagen der unterschiedlichen Gattungsarten befinden sich im Zugverband. Hauptsignal mit Vorsignalfunktion. Lipperstadt. Auch hier geht es über das durchgehende Hauptgleis vorbei. Zugbeeinflussung. So, hier muss natürlich einmal die Wachsamkeitstaste betätigt werden. Dementsprechend muss die Geschwindigkeit reduziert werden.
Es geht nämlich runter auf 90 km pro Stunde mit der Geschwindigkeit. Und da die zu fahrende Höchstgeschwindigkeit größer ist als die Prüfgeschwindigkeit, kann sich der Lokführer aus der 70er Überwachung befreien. Eine Weiterzugfahrt in Richtung Speckenbüttel. Oh, auch eine Trax. Sehr schön. Am Haken befinden sich viele Containerwagen. Der letzte Sattelauflieger, ne, sieht auch sehr schön aus. So, weiterhin 90 km pro Stunde und gleich geht es aber wieder rauf auf 120 mit Erreichen des Zugschlusses am LF7, der Kennziffer 16. Somit wird einmal der Zuglängenmesser aktiviert. Und wenn die angegebene Zuglänge dann wieder auf 0 steht oder abgelaufen ist, oder die Wegestrecke der Zuglänge abgefahren ist, so muss man ja sagen, genau, dann wird das zurückgemeldet durch den Piep-Piep-Ton und dann geht es rauf auf 120, denn dann hat das Zugende das LF7-Signal erreicht, beziehungsweise überfahren. KS1, ein reines Hauptsignal, ohne Vorsignalfunktion. Die nächste Zugfahrt in Richtung Speckenbüttel. Ja, gebaut wird die Trax 2 seit 2004 und
kann das Stromsystem 15 kV 16,7 Hz Wechselstromsystem umsetzen und das 25 kV bzw. 50 Hz Stromsystem umsetzen. Dann gibt es natürlich auch noch die Mehrstromsystemausführung, also die MS-Ausführung. Und da kann dann die Lokomotive zusätzlich noch das 3 kV und das 1,5 kV Stromsystem umsetzen. Das betrifft dann eben unter anderem auch die Lokomotiven, die dann eben auch in die Schweiz fahren. AP1, VR1. Ja, und die alten grauen Fernmeldekasten, die stehen hier immer noch an den Signalen. Störung. Ja, nix Störung. Ein Stadler Flirt 3. Ja, eine LCB-Ausführung hier auf der Strecke gibt es nicht, da hier keine Geschwindigkeiten gefahren werden, die größer sind als 160. Und das ZG2. Das Zugschlusssignal ist am letzten Wagen auch angebracht. Somit hat alles seine Richtigkeit. So, das LF6 kündigt einen weiteren Geschwindigkeitswechsel an. Ja, Transdev verkehrt ja hier zwischen Hannover und Bremen. Das Firmenzeichen von Transdev war ja auch gerade schön zu sehen an der Seite des Stadler Flirt 3.
und auch an den beiden Dieseltriebzügen. Nee, stimmt, da war's gar nicht drauf. Ja, und so wird hier eben dann der Regionalverkehr betrieben. Ja, der Güterzug wird ja von einer Trax 2 hier gezogen und die Trax 2 unterscheidet sich doch ein wenig von der Trax 1, also von der Grundversion, nenne ich sie mal. Das Vorsignal signalisiert VR0. Ach, das ist das Vorsignal vom Gegengleis. Ach, das hat mich jetzt kurzzeitig irritiert. Eieiei, VR1, aber es geht runter auf 80. Na gut, eigentlich müssten wir hier ja noch VR2 signalisieren. Oh. Hier die 60481. Die Fahrdienstleitung hier. In Bremen werde ich dich gleich auf Gleis 4 anhalten. Ich muss einige Züge kreuzen lassen. Falls du mal aufs Klo musst, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt. Es könnte ein Weilchen dauern. Okay, dann kann ich wenigstens ein bisschen relaxen. Viel Spaß dabei. Dann bis später. Störung. Sehr schön. Ja, sehr sympathische Stimme der Fahrdienstleiterin. Jetzt geht's erstmal hier nach Bremen-Burg. Ja, und rechts sieht man schon das Gebäude der Fahrdienstleitung. AP1, VR1. Geht es wieder rauf auf 100 km pro Stunde mit der Geschwindigkeit, beziehungsweise dann wieder auf 120. Eine weitere Zugfahrt in Richtung Speckenbüttel. Ja, aber das ging jetzt echt ganz gut durch bis nach Bremen. Und hier verläuft auch mal wieder eine dicke Überlandleitung, direkt über die Bahntrasse. Und
das Vorsignal blinkt. Das heißt, hier steht mal wieder ein Geschwindigkeitswechsel an. Auf 120. Bremen-Oslebshausen. Ja, den ZS3 hat man auch sehr gut gesehen, ne? Also die Signalbegriffe sind aber wirklich sehr gut zu erkennen. KS1. Und vorbei geht's hier an den Schrebergärten. Und hier kommt ja dann jetzt dann auch gleich der Güterbahnhof von Bremen oder Rangierbahnhof von Bremen. Dieser befindet sich ja gleich bei Grolland, wo ja die Baureihe 185 abgestellt war. Schöne Lokomotive. In der Gegenrichtung ist auch schon wieder eine Fahrstraße gelegt. So, Bremen Valley wird gleich erreicht. Servus, der Kollege. Störung. Es geht rund auf 90. Störung. Zugbeeinflussung. Ja, und die komplette Lärmschutzwand wurde hier beschmiert. Ja, diese Schmierfinken. Ja, und jetzt, wo der Güterzug Bremen erreicht, hört es wohl auf zu regnen. Es darf auf 90 wieder beschleunigt werden.
Tatsache, es hört auf zu regnen. So, die Leistung kann zurückgenommen werden. Denn der ZS3V kündigt hier einen Geschwindigkeitswechsel auf 40 km pro Stunde an. Und der ZS3 befindet sich ja oberhalb des Signalschirmes und der ZS3V darunter. Der Geschwindigkeitswert der AFB kann auch auf die 40 km pro Stunde eingestellt werden. Und das Hauptsignal fungiert hier als Vorsignal. Somit ist hier natürlich einmal die Wasserumkehrstaste zu betätigen. Ja, sehr schöner Zugverband. Bremen Hauptbahnhof. Und hier ist natürlich der 500 Hertz PCB Streckenmagnet aktiv. Und der Regionalexpress ist auch schon angekommen hier in Bremen. Ja, und somit stehen jetzt hier erst einmal ein paar Zugüberholungen an. Ja, ich hoffe, euch hat die Fahrt gefallen und ich würde mich dann riesig freuen, wenn wir uns in einer der nächsten Folgen wiederhören würden. Bis dann, macht's gut, euer Matthias AW. Servus.